Willkommen zum Sport bei FAN Television am Freitagabend. Ja, heute dreht sich alles um Rugby und um Hannover 78. Meine Gäste sind nämlich der Trainer Carsten Segert. Hi, schön, dass du da bist. Und Nationalspieler und auch Spieler, leider gerade verletzt, Benjamin Sieben. Hi. Hallo. Ja, eure Vorbereitung war semi-optimal, möchte ich mal sagen, aufgrund der Witterungsverhältnisse. Das ist richtig. Wir mussten, aufgrund, dass der Platz vereist war, mehr oder weniger uns mit Jogging vorbereiten, etc. Ist natürlich nicht gut für eine Bundesliga-Saison. Benjamin, du bist zwar verletzt, hast einen Kreuzbandriss im Spiel zugezogen. Trotzdem hast du ja wahrscheinlich Kontakt zu den Jungs. Ja, wie nimmt man das auf, wenn man irgendwie nur joggen kann und ja, so ein bisschen in der Halle, aber eigentlich nicht richtig trainieren kann? Ja, ist natürlich immer schlecht zur Vorbereitung. Sicherlich ist das Lauftraining auch wichtig, aber die Jungs machen dann natürlich das Beste draus, machen das Lauftraining. In der Halle waren wir auch einmal, haben ein bisschen was gemacht und ja, es wird jetzt besser, das Wetter wird besser und dann können wir auch wieder ordentlich loslegen. Wir sprechen gleich weiter. Ganz kurz noch ein paar Meldungen. Ja, es hätte die erste Goldmedaille sein können bei der Biathlon-WM in Ruhpolding. Doch ausgerechnet unser Niedersachse, nämlich Arndt Peiffer, ja, dem ließen die Nerven im Stich. Denn bei der Mixstaffel hatte er als Schlussläufer über eine Minute Vorsprung. Und dann kam das letzte Schießen und da hat er halt ja, trotz drei Nachlader eine Strafrunde geschossen. Gold war futsch, so blieb leider nur Bronze. Gold ging an Norwegen, Silber holte sich relativ überraschend die Mannschaft aus Slowenien. Ja, Tim Wiese, der hat einen Fluch, denn immer wenn er in der Nationalmannschaft spielt und dort natürlich dann auch im Tor steht, dann gewinnt die Mannschaft nicht. In seinen 6 Länderspielen, die er gemacht hat, hieß es 3-mal unentschieden und 3 Niederlagen. Ja, dabei ist der Torwart immer schuld an den Ergebnissen gewesen. Er hat immer klasse Leistung gezeigt. Gut, irgendwann wird das mit Sicherheit klappen. Wir bleiben bei Werder Bremen. Ja, Kapitän Clemens Fritz, der hat sich die 5. Gelbe abgeholt letztes Wochenende und deswegen macht er gegen Berlin nun eine Pause. Und Sebastian Bönisch, der macht sich jetzt Hoffnung auf einen Einsatz. Der hat vor 1,5 Jahren sein letztes Spiel absolviert. Viele Verletzungen haben ihn immer wieder zurückgeworfen. Doch langsam kommt er wieder ans Team heran. Mal schauen, wie sich Thomas Schaaf entscheidet. Die Kapitänsbinde, die trägt übrigens Clemens Fritz. Wir machen weiter mit der nächsten Meldung. Ja, Hannover 96, 13 Heimspielerfolge nacheinander. Diese Möglichkeit hat Hannover 96 am Wochenende gegen Augsburg. Das gab es zuletzt 1967-68. Kein Wunder daher, dass extrem viele Zuschauer ins Stadion kommen. Und am Wochenende wird die Marke von 500.000 Fans übertroffen. Und dabei geht es nur um die Bundesliga. Zusammen mit den Europa-League-Spielen und den restlichen Heimspielen wird man am Ende der Saison wohl 1 Million Fans erreichen. Nicht schlecht. Benjamin, du auch mal vor 40.000, 50.000 Zuschauern gespielt beim Rugby? Ja, doch so knapp. Einmal in England, in Twickenham, das ist ein reines Rugby-Stadion mit der 7er Nationalmannschaft. War ein schönes Erlebnis. Wer sind die Verrücktesten beim Rugby? Gibt es da eine Position, wo man so denkt, oh ja? Nein, eigentlich nicht. Da gibt es eigentlich viele Persönlichkeiten und Charaktere im Rugby, die sich immer wieder herausbilden. Aber man kann nicht sagen, wie beim Fußballvergleich bei Linksaußen und Torwart. Das gibt es das so nicht. Nein. Wir waren ja bei euch beim Training, haben da ein paar Bilder zu vorbereitet. Und das Ganze geht los, nämlich mit dem Gedränge. Ja, da haben wir nochmal den schönen Ball. Ja, was ist das für eine Übung? Ja, da übt man das Gedränge an einer Gedrängemaschine und dort übt man den Widerstart von dem Spiel, wo sich die beiden Sturmreihen gegenüber binden und der Ball wird in die Mitte vom Tunnel eingeworfen. Da sieht man es nochmal. Bist du da auch dabei, Benjamin? Oder was ist deine Position? Oder gibt es das nicht mehr so, seine Position? Doch, wir haben schon noch unsere festen Positionen. Im offenen Spiel natürlich dann nicht mehr, da ändert sich das dann auch mal. Aber das sind jetzt die Stürmer, die das Gedränge machen und wie man jetzt sieht, die Gasse da gerade einwerfen. Und ich selber spiele in der Hintermannschaft. Was ist das Faszinierende an diesem Sport? Ja, es ist einfach ein anspruchsvoller Sport, wo man auch mal nachdenken muss. Er ist körperlich sehr anstrengend und das ist jetzt zum Beispiel gerade die Hintermannschaft, wo ich mitspiele, ist einfach interessant. Man hat alles dabei. Laufen, kicken, fangen. Wie viele Verletzungen, gibt es? Das geht eigentlich. Was heißt das? 22 geht? Jahre und also jetzt mit meinem Kreuzbandriss, das war so das Schlimmste. Aber ansonsten ein paar blaue Flecken, ansonsten nichts. Wie bist du zum Rugby gekommen? Durch meinen Vater. Der hat auch gespielt und ja, wurde ich da reingeboren.
Okay, und die Mutter hat dann auch grünes Licht gegeben? Also, ja. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade die Mütter da, und muss das sein und kann dann nicht was anderes machen? Nein, sie kannte das ja schon von meinem Vater, von daher war das okay. Wie ist der Trainer mit der Saison zufrieden bis jetzt? Bis jetzt bin ich durchaus zufrieden. Wir haben eine ganz gute Hinserie gespielt, wurden dann allerdings so ein bisschen von Verletzungspech getroffen bei verschiedenen Schlüsselpositionen. Das setzt sich leider ein bisschen fort, sodass wir im Moment probieren, noch die Kurve zu kriegen. Aber bisher, sagen wir mal, haben wir uns von den Abstiegsrängen etwas entfernt zum ersten Mal. Und dadurch kann man durchaus zufrieden sein. Durchaus. Dazu gibt es auch eine Tabelle, die wir uns auch mal anschauen können. Jetzt kommt sie gleich, denn ganz oben ja Heidelberg, Pforzheim, Frankfurt. Sind das Profiteams? Sind das richtige Profimannschaften, die richtig ihr Geld damit verdienen? Carsten? Es gibt in diesen Teams gibt es professionelle Spieler oder die auf einer semi-professionellen Basis dort tätig sind irgendwo. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Teams finanzielle Voraussetzungen haben, die wir nicht haben. Ihr seid dann auf der zweiten Hälfte der Tabelle, die können wir uns auch mal anschauen. Platz 7, es sind jetzt doch schon deutlich Punkte zu Platz 9 und Platz 10. Also das Thema Abstieg ist im Prinzip durch, Benjamin? Naja, so ganz noch nicht. Also sicherlich sind wir auf einem guten Weg, aber jetzt das Spiel am Wochenende, das ist nochmal wichtig, da müssen wir Punkte holen. Und dann sieht das schon besser aus, aber man kann halt nie irgendwie sagen, jetzt sind wir erstmal weg, so weit sind wir noch nicht. Und da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. War die Niederlage letztes Wochenende gegen Heidelberg, die zu Null ausgegangen ist, war das auch so ein Indiz dafür, okay, wir konnten nicht richtig trainieren? Ja, das hängt einerseits damit zusammen, dass wir schlechte Voraussetzungen hatten, aber das hatten die Heidelberger auch. Ganz einfach muss man auch sagen, im Amateurbereich stehen dann halt an einem Wochenende nicht immer alle Spieler zur Verfügung. Dieses Spiel wurde eine Woche danach hingelegt sofort, wo viele Leute schon gesagt haben, da ist ein freies Wochenende, da lege ich meine privaten, beruflichen Verpflichtungen, Termine irgendwo hin. Den Spielern kann ich nicht böse sein, wenn die da sind. Das ist so. Aber morgen sind die, die zumindest fit sind, sind da? Ja, richtig. Dann sprechen wir gleich über das Spiel morgen. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zurück beim Sport. Ja, immer noch mit Rugby und Hannover 78. Hier ist mal so ein Ball. Benni, du kannst den so halten. Zeig es mal. Ja. Ja, dafür reichen meine kleinen Pranken leider reichen dafür nicht aus. Hat er so einen Körper, wo der Trainer sagt, alles klar, das ist ein Gardemaß für einen Rugbyspieler? Ja, nein, Benjamin ist auf jeden Fall ein vorbildlicher Spieler, nicht nur von seinem Körper, auch von seiner Einstellung her. Und Körper und Geist gehören wie immer zusammen. Und da bringt er sehr gute Voraussetzungen mit. Ihr habt einen Mundschutz, der ist Pflicht. Habt ihr ansonsten irgendwelche Schutzausrüstungen, wo man sagt, okay, die muss auf jeden Fall dabei sein? Also ich selber jetzt nicht, ich trage nur den Mundschutz, aber es gibt natürlich einen Kopfschutz für die Stürmer, wie man eben in dem Beitrag gesehen hat, für das Gedränge, weil die halt sehr oft mit den Ohren aneinander reiben oder an den Hosen und dann gibt es diese Blumenkohlohren, die sogenannten. Und es gibt auch noch so Schulterpads, die sind aber wirklich nur so einen Zentimeter dick und ist eigentlich mehr Kopfsache, ob man die trägt oder nicht, weil so viel schützen tun sie nicht. Du hast auch diese Blumenkohlohren? Genau, ja. Ja, aber ja, wie sind die bei dir gekommen? Das gehört halt einfach dazu? Ja, bei mir ist es halt durch Tackle-Situationen, wenn man einen Gegner hält und dann kommt man halt auch mal irgendwie an die Hüfte und durch die Reibung von der Hose, dann platzen dann mal Blutgefäße auf und oder es bricht mal so ein Knorpel da drin und dann kann das halt mal passieren. Dann passiert das mal, ja. Gehört dazu. Carsten, du hast früher auch selber gespielt. Ja. Deutscher Meister, deutscher Pokalsieger. Ja. Inwieweit hat sich das Rugby-Spiel verändert? Kann man das so? Ja, gibt's da, ne? Das hat sich wahnsinnig verändert. Die letzten
15, 17 Jahre, möchte ich sagen, oder 20 Jahre, hat es sehr viele Regeländerungen gegeben. Eigentlich mit Einführung des Rugby World Cups 1987 fing das an, mit Einführung des Professionalismus, des Profi-Rugby 1995, 96 hat das einen wahnsinnigen Schub gegeben. Das Spiel ist viel dynamischer, athletischer geworden, nicht mehr vergleichbar mit dem Rugby, was ich gespielt habe. Es gibt das 15er Rugby, also mit 15 Spielern, das 7er Rugby. Benjamin, welches spielst du lieber? Also eigentlich spiele ich beides gerne. Ja. Natürlich im Sommer, wenn es dann noch wärmer ist, das 7er Rugby macht auch sehr viel Spaß. Ist konditionell noch ein bisschen anspruchsvoller. Man muss sich noch mehr auf seine Mitspieler verlassen, weil das Feld bleibt gleich. Die Anzahl der Spieler ist fast, ne, um die Hälfte weniger. Und von daher ist das auch noch mal sehr reizvoll. Ist das noch schneller? Also weil man natürlich auch viel mehr Platz hat. Also ja, aber man spielt natürlich, also die Spieler sind auch alle, sag ich mal, dann schneller als sonst im Rugby. Oder sind die schnellsten aus dem 15er Rugby mit dabei. Und von daher sind die Lücken, die da groß sind, auch schnell wieder zu, weil die natürlich auch sehr schnell unterwegs sind. 2016 wird das 7er Rugby bei den Olympischen Spielen dabei sein. Warum das 7er Rugby und nicht das traditionelle 15er? 7er Rugby lässt sich einmal an einem Wochenende abwickeln in einem Turnierformat. Und zum anderen eben ist das vom Logistischen her mit der Manpower, die jede Nation mitbringen würde, ein wahnsinnig großer Aufwand. Das würde den Rahmen des Olympischen Dorfes sprengen. Und ich glaube, auch der internationale Verband hätte dann seine Werbeplattform, ein Konkurrenzunternehmen zu seiner Weltmeisterschaft verloren. Was muss passieren oder ist es dafür schon zu spät, dass Deutschland bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro dabei ist? Also die Qualifikation für Rio ist wahnsinnig schwierig. Aus Europa nehmen nur ganz wenige Teams teil, wenige Qualifikationsplätze. Deutschland spielt im Moment jetzt ab Sommer in der A-Gruppe in Europa. Und von dort werden wahrscheinlich nur 5 Teams sich dort qualifizieren. Und wir reden über Rugby-Nationen wie Großbritannien, Frankreich, Irland, Italien, selbst Spanien, Portugal, die sich auf 7er Rugby durchaus spezialisiert haben in letzter Zeit, Russland. Die sind dort auch alle schon am Start und wir müssen probieren, da reinzukommen. Der Deutsche Rugbyverband bekommt leider erst seine olympische Förderung im Jahr 2013, nach den Spielen jetzt in London. Man muss dringend professionelle Strukturen aufbauen im Deutschen Rugbyverband um diese Mannschaft herum, sowohl im Frauen- als auch im Männerbereich. Ob der Deutsche Rugbyverband das hinbekommt, ist im Moment zweifelhaft. Würdest du da mit einsteigen, wenn es wirklich so eine Profi-7er Rugby-Mannschaft gibt? Das heißt, alles klar, hast du Lust? Ja, wenn es sich mit meinem Beruf vereinbaren lässt, weil den würde ich jetzt nicht unbedingt aufgeben wollen, zumindest jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht, dann auf jeden Fall, ja, dass man dann vielleicht, was weiß ich, als Halbprofi oder ähnliches da mitwirken kann. Dann würdest du das machen? Dann würde ich das machen, ja. Viel Erfolg für morgen. Wann geht's los? 13.30 Uhr Ankick. Und wo ist das Spiel? Bei Hannover 78, in direkter Nähe der AWD Arena. Sollte sich also lohnen und direkt danach kann man ja gemütlich zu Hannover 96 weitergehen. Ich habe noch einen Hinweis für Montag. Da geht es nämlich um Faustball, weil die Mädels von Jan Schneverding, die sind richtig gut, die sind am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften und haben berechtigte Hoffnung, sich da den Titel zu holen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis Montag. Tschüss und auf Wiedersehen.